Hallöchen ihr denn alle vier und willkommen zurück in Fallout Shelter zu einer weiteren Quest, heute mal einer täglichen Quest, die da heißt Kopfjagd auf Butcher. Und ich musse, warum sag ich immer ich musse, ey, verdammte Scheiße, meine Fresse, ich muss die als Butcher bekannte Alpha-Todeskralle eliminieren, um das Kopfgeld einzustreichen. Meine Güte, das ist so furchtbar. Ah, naja. So, ich gehe rein und latz mal alles um, was sich mir im Weg stellt. Warte mal, bist du hier, um gegen Butcher zu kämpfen? Ernsthaft? Tja, dann wünsche ich viel Glück. Wenn du zurückkommst, gehört das Kopfgeld dir. Wenn nicht, dann mach, du wirst das schon schaffen. Sehr ermutigend. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja. Okay. Gut, ich krieg das auf jeden Fall hin. Der Idiotentrupp hier, der hat schon Schlimmeres gemeistert. Deswegen, let's go. Und erstmal fett gut. Wunderbar. Gut. So. Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, die Lappen hier voll zu heilen, bevor ich losgezogen bin. Oh Mann. Okay, mache ich das jetzt schnell. Passt ja. Run away. Und was hat der? Stimpaks. Gut. Ein Leuchtender. Jawohl. Und was soll's? Du sollst auch aufgehen da, denn der heilt sich hoch. Genau. Heilt der auch die anderen hoch? Das wäre interessant zu wissen. Tatsache. Schaden, haut ihn um, haut ihn um, haut ihn um. Jawohl. Sehr schön. Dreifacher Schaden. So, wunderbar. Eine goldene Taschenuhr. So, so. Das scheint ja richtig knackig zu sein. Wie viel Stockwerke hat der Ranzen hier eigentlich? Fünf, vier Stück. So. Dann schaue ich doch mal, ob ich überhaupt bis zur Todeskralle komme. Oder ob es mich schon vorher zerlegt. Hier aber schon ordentlich Stimpaks hier gefressen. So, ist da oben noch was? Ja, da ist noch was. Ein Revolver, okay. Dann würde ich mal sagen... Oh Gott, noch mehr. Gut. Weiter geht's. Nur nicht unterkriegen lassen, das wird hier super duper entspannt. So, du da. Okay. So, ein Kolben und ein Lobus sowie eine Schaufel. So, jetzt kommt bestimmt irgendwas aus dem Boden raus. Nein, sonst wäre es schon da. Okay. Ein Repetiergewehr. Und mal Kakerlaken, das ist doch entspannt. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Nein, nein, nein. Hier zurück. Zurück, zurück und looten. So, jetzt können wir nach oben. Und hier ist auch nichts. Gut. Dann noch ein leuchtender Ghoul. Okay. Der Strahlemax. Das war der falsche. Was soll die Scheiße? Ist auch schwierig anzuwählen hier. Wenn da noch einer irgendwie im Weg rumsteht. So, jetzt aber.
Hauen um. Sehr schön. Okidoki. Yeah, da fliegen die Crits. Okay. Holy moly. Ich hoffe einfach mal, dass die Stimpaks reichen werden. Coca-Cola. Bonkorken. Eine legendäre Waffe. Sehr schön. So, was ist hier drin? Kakerlaken. Jawohl, so soll's laufen. Das erste Rezeptfragment. Aber bis jetzt sieht es doch hier wirklich richtig, richtig gut aus. So, ist jetzt hier die fette Todeskralle. Jawohl, da ist er. Okay, dann ihr Lieben. Mal drauf damit. Und wegkritten, wenn's geht, bevor die ihren. Jawohl, Debuff macht. Beziehungsweise Buff. So. Aber recht entspannt. Jawohl. Und nur noch die anderen Viecher. War die das schon? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Das war er, der liebe Batsche. Und was immer auch eine Todeskralle mit einem Kolben möchte. Noch einer. Und run away. Sehr schön. So, ihr Lieben, dann heißt es natürlich wie immer, erkundet mal den Rest vom Bunker. So, und ein legendäres Rezept für eine Rüstung. Na, das läuft doch hier, wie eine 1. Schaden. Kommt auf den da. Sehr schön. Run away. Kronkorken. Schon bei 18.000. Das ist gut. Vielleicht schaffe ich ja noch die 20 irgendwie zusammen zu bekommen. But I don't think so. Hier auf den da hinten. Das ist Nalef. Ich glaube, das ist Nalef gewesen. Okay. Jetzt ist eh zu spät. So, Kronkorken looten. Oh, 20.000 am Start. Sehr schön. Vielleicht geht ja noch was mehr. Jetzt erstmal weg. Und jetzt. Wunderlich. Dann ist das auch hier schon erledigt. Und ich würde sagen, 21.000 ist ein Wort. Und es geht zurück zum Fort. Ja, 5-4 Stunden Quest, doch recht entspannt. Und wie immer an der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Ja, mit welcher Quest auch immer. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.